Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, das ganze Chaos geht wieder weiter. Und ich habe die Piñata-Partys mal wieder vergessen, dass ich die am nächsten Tag mache. Das kommt davon, wenn man nur alle 2 Tage aufnimmt. Ja, haben wir uns wieder erwischt. Oder haben wir mich wieder erwischt. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, was ist schon in den großen Piñatas drin? Meistens ist halt in der großen irgendein Kostüm. Und die bekommen wir so oder so. Okay, überlebe, ohne etwas in Daves Schimmelpilzkolonien zu pflanzen und verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Welche Überraschung, wir haben die Pilze und die Blumen ja schon gesehen. So, greifen wir mal an und gucken wir mal, was müssen wir machen? Wie bekommen wir es hin? Wir haben eine Melone. Ich hätte in den Garten gehen sollen. Hätte ich nämlich vielleicht schauen können, ob wir Düngereffekt dabei haben. Dann wären die Piñata-Partys immer ganz einfach zu machen. Aber gut, so. Dahin. Ich hätte gerne weitere Wurfpflanze. Ui, dieses natürlich nehme ich auch gerne. Hier würde ich gerne einmal Kaboom machen, weil dann haben wir hier schon mal ein paar Grabsteine weg. Ach, ich pflanze jetzt hier einfach wild durch die Gegend. Ist doch egal. Schaffen wir schon, irgendwie. So mit wild durch die Gegend pflanzen sind wir bisher eigentlich immer noch ganz gut rundum gekommen. Machen wir auch einmal Boom. Brauchen nämlich hier Platz. Jede Menge Platz brauchen wir. Und, ohne Sinn und Verstand pflanzen kann manchmal auch ganz unterhaltsam sein. So, so ein Boom wäre jetzt wieder ganz praktisch. Aber ich glaube, wir bekommen keinen Boom. Wir bekommen keinen Boom. Oh, oh. Okay, Moment. Wir müssen kurz Geld... hätten wir nicht, aber... Oh, komm, schleuder die weg, schleuder die weg. Wir hätten jetzt eigentlich gar kein Geld investieren müssen. Aber hey, ist doch wurscht. So. Okay. Und... Mama, den hier. Der hier darf hier durchfetzen. Flupp. Genau, dann haben wir hier mal wieder schön aufgeräumt. Einwandfrei, so darf das laufen. Sieht auf der einen Seite eigentlich relativ schwer aus. Und auf der anderen Seite eigentlich relativ leicht. Müssen wir mal gucken. Den Dünger werden wir jetzt halt wieder mal bekämen, wäre halt ganz praktisch. Zumal hier schon wieder viel zu viele durchkommen. Hallo? Müssen wir mal auf hier? Oh Gott. Nein! Was? Einer ist drüber. Okay, das heißt, wir haben jetzt Geld ausgegeben und müssen Geld ausgeben, damit wir es nochmal machen können. Ernsthaft jetzt? Scheibenkleister. Okay. Wir sollten vielleicht das Level ein kleines bisschen strukturierter durchführen und vielleicht nicht sofort die Kirschbomben benutzen. Das wäre vielleicht ganz, ganz sinnvoll. Ja, okay. Wir werden die Kirschbomben nicht sofort benutzen. Ach, sowas aber auch. Den würde ich gern dahin pflanzen. Super, kann ich sogar. Sehr schön. Und den dahin, in der Hoffnung, dass er da jetzt dann gleich buttert. Na super, geht doch. Okay, den werden wir dahin bringen. Damit er da schon mal ein bisschen Schaden anrichtet. Und dann schauen wir mal. Theoretisch sollte das jetzt etwas besser laufen. Nachdem wir das Ganze auch ein kleines bisschen strukturierter machen. Wenn es das nicht tut, dann haben wir ein Problem. So. Okay. Wie sieht's aus? Hier vielleicht jetzt einmal Boom machen. Okay. Das, glaube ich, war jetzt gar kein so schlechter Schachzug. Und wir haben einen Dünger bekommen. Gut. Den würde ich jetzt ganz gerne anwenden. Um da schon mal ein bisschen Randale zu machen. Sehr gut. Dann können wir die jetzt hier gleich mal schön pflanzen. Im Moment bleibt uns ja nichts anderes über, als doch relativ wild zu pflanzen, merke ich schon. Aber da müssen wir leider explodieren. Nein, müssen wir nicht. Okay. Der rollt mit dem Fass nicht drüber. Okay, ist gut. Aber hier werden wir es trotzdem mal explodieren. Wir müssen uns ja irgendwie schützen. Kommen wir ja nicht dran vorbei. Okay. Aber... Oh, das sind Papageien mit dabei. Das ist nicht gut. Komm schon, hör doch mal auf hier. Okay, okay. Er ist stehen geblieben. Gut. Dünger bitte. Nein. Gut, okay. Komm, wir lassen jetzt drüber fahren. Schnell. Oh, gut, Glück gehabt. Das war... Nein, ich habe keinen Bock mehr. Pfe. Dann werden wir diese Piñata-Party halt nicht schaffen. Ist doch mir egal. Ich habe da keinen Bock, da jetzt keine Ahnung, wie viel Geld auszugeben. Außer, wir haben jetzt hier drin... Es war so klar. Es war so klar. Dass wir ernsthaft... Oh, okay.
Wir haben jetzt schon so viel Geld ausgegeben, für das es sich einfach zu doof war, hier einmal reinzugehen, um zu sehen, dass wir den hier mit Düngeeffekt hätten. Ja, ich sammle sie wieder alle ein. Ich weiß, kann natürlich passieren, dass ich da ein Level habe, wo ich die nicht mit Düngeeffekt haben möchte und sie trotzdem mit Düngeeffekt habe. Aber ich bin auch immer ganz froh, wenn ich neue nachpflanzen kann, denn wir haben jetzt durch das Pflanzen fast genauso viel Geld, wie wir es vorher hatten, wieder. Jetzt natürlich wieder nicht. Und dadurch finde ich das gar nicht mal so schlecht. So, Taktik Nummer 1. Wenn es schwierig wird, werde ich einfach das Melona-Pult einfach wegreißen. Weil sobald es dann wieder eingesetzt wird, hat es ja wieder Düngeeffekt. So, das ist mein Masterplan. Von daher denke ich, könnte man so sehr, sehr gute Chancen haben. Wenn nicht, dann nicht. So, die Frage ist halt natürlich nur, wie viele bekommen wir von der Sorte? Das ist die Masterfrage. Aber ich denke, eine Handvoll wird schon sein. Aber so haben wir realistischere Chancen. Und gleich nochmal, komm. Nein, du nimmst mir den nicht weg. Gut, Gott sei Dank, mir nicht weggenommen. Na komm, den Dünger. Nein, dann hier drauf. So, genau, damit die hier einmal wieder schön eingebuttert sind. Wir hier gleich mal wieder ein bisschen mehr Randale schieben können. Ich hoffe, dass der da hinten down geht. Oh ja, der geht down. Der geht sowas von down. Sehr gut. Und da wurde mir schon wieder eine Pflanze gestohlen. Ist das nicht schön? Ich pflanze total wirr durch die Gegend. Aber hey, hilft ja nicht. So, hier beim einmal rein. Boom, machen. So. Und gleich nochmal. Ach, schau hin. Wie leicht das Level doch eigentlich ist, nicht wahr? Wenn man Düngereffekte hat. Dann sind sie alle leicht, die Level. Ja, ja. Hier wieder kurz einmal buttern. Damit hier alles wieder stehen bleibt. So. Können wir hier... Dann werden wir hier nochmal buttern. Und hier den Düngereffekt auspacken. Und einen Dia! Wuhu! Das sieht ja das... Ich meine, das Level wäre ohne Düngereffekt, wäre das extremst krass gewesen. Meiner Meinung nach. Aber so ist es eigentlich ziemlich easy. Ich meine, ich pflanze jetzt hier nochmal ein bisschen wirr rum, damit da noch ein bisschen Action geht. Und das war's dann auch. Ach ja. Na also, geht's doch. Jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben. Ich hoffe, ich bekomme was anständig. 100 Sprössling und 10 Edelsteine. Es hat sich gelohnt. Yes, sir. Geht doch. Na also, meine Güte. War doch gar nicht so schwer. Naja, doch, war's. Gib's zu. So, okay. Zurück zur Karte. Wir werden weitermachen. Wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Jetzt haben wir 7 Minuten. Eigentlich schon fast 8 Minuten. Nur damit verplempert, diese Piñata-Party zu machen. Aber wir könnten noch schnell nachpflanzen. Zumindest das. Bin ja gespannt, wann der nächste Vasenbrecher-Modus kommt. Was backt denn die Spinne, die ich beinahe gesagt, die Biene so rum? Also, seit dem Update und seitdem auch BlueStacks wohl irgendwie geupdatet hat, gibt es echt ein bisschen Probleme. Na gut, hilft nicht. Level 7 nehmen wir in Angriff. Die globale Erkaltung ist echt mies. Wir bräuchten mal eine Hitzewelle. Stimmt, ich habe deshalb schon einmal die Schneebälle durch Feuerbälle ersetzt. Mit dem Flammenwerfer-Power-Up kannst du ebenfalls Eis schmelzen und Zombies schaden. Stark! Wie sagt man so schön, Rache wird am besten kalt serviert. Aber ich sage, man serviert sie am besten heiß. Knallheiß! Mit extra scharfer Soße und Tacos als Beilage. Okay, wir wussten schon immer, dass Dave nicht ganz sauber ist. Sonnen! Die hier und die hier! Und, die hat Stacheleffekt. Nehmen wir natürlich auch mit. Und dann brauchen wir noch irgendwas, was Normalschaden macht. Wie zum Beispiel das hier. Und, die wären auch ganz cool. Und dann brauchen wir vielleicht noch, Lenkdistel fände ich voll cool. Und ich nehme die Geisterpflanze mit, weil ich gefragt worden bin, was die macht. Und dann können wir die ja auch mal wieder zeigen. Wir haben sie ja doch schon ein Weilchen immer hergenommen. Ja, das Quakodil soll ich auch mal wieder hernehmen. Ich bin nur nicht der riesigste Fan vom Quakodil, muss ich sagen. Finde das Quakodil ganz interessant.
Aber ich finde es jetzt nicht so, dass ich sage so, ich finde das Krokodil so toll, dass ich es immer und jederzeit ja nehmen möchte. Das ist das gleiche wie diese ewige Diskussion eigentlich. Ich würde es jetzt nicht Diskussion nennen, aber dieses Jahr Sonnenblumen, letzte, erste Reihe, wie auch immer, ob man es jetzt hier hinsetzt oder woanders hin. Das ist auch so ein Thema, das nie wirklich aufhört. So, setzt ihr das schon mal ein, dass wir hier mal irgendwie ein bisschen Schaden machen. Wenn wir das hier gleich mal einsetzen. Im Moment machen wir ja noch kaum Schaden. Aber schaffen wir schon. Das bekommen wir schon hin. Wir brauchen jetzt in erster Linie erstmal viel Bam. Viel Bam brauchen wir. Ganz, 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 ganz viel Action hier auf dem Feld. So. Da wird schon eingefroren. So, dann holen wir die mal zurück. Sehr schön. Dann machen wir hier mal richtig schön Schaden. Und dann dürften wir eigentlich ziemlich bald auch mal anfangen, Anstich anzupflanzen. Wenn wir hier auch was schaffen wollen. Sonst wird es echt problematisch werden. So. Dann auch noch zurückholen. Das war jetzt natürlich Schwachsinn, weil jetzt die Pflanze ja kaum was zu arbeiten hat. Könnte jetzt problematisch werden. Ja, komm, holen wir mal hier zurück. Okay. Dann holen wir den da mal hin. Ich denke, so könnte das doch ganz gut hinhauen. Ein bisschen mit Stacheln arbeiten. Die haben ja doch Düngereffekt. Das macht es uns jetzt natürlich extrem einfach. Hätte man natürlich auch was anderes machen können. Ich habe ja jetzt wirklich kaum Pflanzen, die Schaden machen. Kann auch nicht das ganze Level so machen. Gut, ich könnte schon mal davon abgesehen, aber das ist doch auch nicht Sinn der Sache. Und Jack. Ja gut, wir machen es jetzt einfach so. Wobei ich den da hier auch ganz gerne mal einsetzen würde, muss ich gestehen. Und auch mal wieder was anderes haben, was Schaden macht. So. Was ich gerade ein bisschen schade finde, ist, dass ich gar nicht genug Sonnen zusammenbekomme, als dass ich mit, na komm schon, mit, der Lenkdistel hätte arbeiten können. Da machen wir momentan nicht genug Schaden. Da bekommen wir momentan nicht genug Sonnen zusammen. Leider. Ja, müssen wir uns, jetzt wartet mal, jetzt müssen wir mal hier mal wegmachen, damit die mal wieder ein bisschen weiter nach hinten gezogen werden. Die sind ja schon wieder viel zu weit vorne. Aber dann bekommen wir ja jetzt vielleicht dann doch das, was wir wollen. Ja, jetzt können wir gleich eine Lenkdistel setzen. Na, also, endlich gibt es eine Lenkdistel. Sehr gut. Dann geht das gleich viel, viel leichter. So. Jetzt wird's kritisch. Es wird kritisch. Aber wir haben Dünger. Das ist eine Power-Challenge hier. Naja, gab schon leichtere Level. Oder wir haben sie schon leichter gelöst, sagen wir mal so. Aber ich finde die Idee jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht, mal so ein bisschen Challenge-like zu arbeiten. Hat auch was. So, hier müssen wir schauen. Müssen wir unbedingt jetzt dann gleich ein bisschen zurückpushen. So, zack. So, sehr schön. Aber hier müssen wir jetzt Dünger anwenden. Sonst kommen wir in Teufelsküche, wie es so schön heißt. Da, zurückziehen. Ah, da gibt es gar keinen mehr zum Zurückziehen. Oh, okay. Aber hier gäbe es jemanden zum Zurückziehen. Na komm schon, lass meine Lenkdistel in Ruhe. Lass die Lenkdistel in Ruhe. Ich verklopp dich dafür, dass du es gewagt hast, meiner Lenkdistel zu schaden. Oh, oh. Na gut, wir haben es geschafft. Mit einer sehr komischen Methode, aber wir haben es geschafft. Da ist immer noch ein Geist gewesen. Das war bestimmt ein Fehler. Der ist irgendwie verbuggt oder so. Das kann man nicht, da war kein Geist mehr. Okay. Dann müssen wir hier wieder nachpflanzen. Die Biene backt immer noch. Was für ein Wunder. Okay, das gibt extra Münzen. Dann fetzen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir jetzt in Welt 8. Das ist wieder ein Scrolling-Level oder irgendwie sowas werden wird. Und dann haben wir schon wieder das erste Viertel der Welt durch. Na super. Okay. Bisschen laggy ist es geworden, ja. Okay, wir bekommen Nüsschen. Ist schon mal ganz interessant, wenn wir Nüsschen bekommen. Naja, den hier vielleicht schon mal anwenden. Wenn wir hier mal dicht machen. Und hier machen wir dann auch dicht. War natürlich jetzt blöd, das da hinzusetzen. Naja. Das werden wir weiter nach hinten setzen. So.
So werden wir es setzen. Genau. Sieht doch gleich viel, viel besser aus. So. Und die werden wir jetzt zwischendurch schon mal hinsetzen, damit da zwischendurch auch schon mal zugemacht wird. Jetzt werden wir die schon mal wegpusten, damit das schon mal ein bisschen weniger ist. So. Und hier wäre natürlich Nüsschen ganz cool, wenn die das so weit vorsch... da wird er mir jetzt an... Ah, da frisst jetzt das Nüsschen. Ärgerlich. Naja, soll er das Nüsschen fressen? Soll man ja wurscht sein. Werden wir hier hinpacken. Puh! Und hier hinpacken. Dass die da mal vorgeschleudert werden. Die werden ja mit Sicherheit gleich aufgetaut, oder? Sobald ich da was anderes hinpacke. Würde mich wundern, wenn nicht. Mit Sicherheit werden die gleich aufgetaut. Ich jetzt gar nicht so richtig beobachtet, aber ich glaube schon. Packt man die noch dazwischen rein? So ein paar mehr sieht das ehrlich gesagt ganz schön witzig aus. Der hier macht allerdings... Oh, der macht doch Sinn. Okay. Und wow, hier geht's gerade voll zu wie am Stachus. Das ist ja nicht normal. Hallo? Es reicht. Es reicht. Es reicht. Hier mal einen hinpacken. Was geht denn hier ab? Ist ja übel. Hier hinpacken. Hier hinpacken. Komm weg damit. So. Also. Ja, holla, die Waldfee geht's hier zu. Das ist ja nicht normal. Schaut euch das an, wie es hier zugeht. So. Dann packen wir noch ein paar Nüsschen aus. Wenn wir Nüsschen haben, dann wollen wir die natürlich auch irgendwo benutzen. Die haben wir da mal weg, damit die mir das Nüsschen... Sag mal, das Krasse ist ja, wenn ich mir das gerade so anschaue, wir haben noch voll viel vor uns. Kommen ja jetzt noch viel, viel mehr Wellen. Und ich bekomme nichts mehr außer dieses, Kohlgedöns-Dings. Neuer Tier. Haben wir schon 12 Tiers heute bekommen. Ich bekomme sonst nichts. Okay. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt, dass wir halt wirklich gar keine anderen Pflanzen mehr bekommen. Ja gut, sind wir scheinbar so gut, dass wir keine anderen Pflanzen mehr verdienen. Oh doch, hier. Zum Beispiel ein Nüsschen bekommen wir wenigstens etwas. So, wegwehen. Ich wehe die jetzt einfach nur weg, damit ich irgendwas zu tun habe, weil... Kann ja nicht sein, dass ich das ganze Level jetzt nur noch mit den Pflanzen bestreiten soll. Und nächste Dia. 13 Diamanten heute schon. Das ist nice. Eigentlich bräuchte ich sie gar nicht wehen, weil dann haben die hier überhaupt nichts zu tun. Könnte man ja jetzt eigentlich... Ups. Neu aufbauen. Werden wir jetzt mal hier anfangen, anders aufzubauen. Ah, das war jetzt natürlich Schwachsinn. So. Hier mal anders aufbauen allmählich. Und wenigstens irgendwas zu tun haben. So. Den hier. Wegmachen. Und den hier dahin. So. Ja, wie gesagt, sonst habe ich ja gar nichts zu tun. Ja, wobei, jetzt sind sie da alle reingefetzt worden. Bin ich jetzt gar nicht mal so böse, dass ich das gemacht habe. Ja, jetzt habe ich halt hier vorne. Die hier hinten sind, die müssen halt jetzt auch irgendwie bespaßt werden. Dementsprechend war das ehrlich gesagt eigentlich total doof, dass ich das gemacht habe. Naja, wir schaffen es ja trotzdem. Außerdem werden die dann einfach jetzt hier zurückgeweht. Ha! So. Kommt schon! Traut euch! Traut euch! Das Level ist nicht schwer! Ist eigentlich voll einfach. Muss eigentlich nur wie wild rumpflanzen. Ab und zu mal zurückwehen und eine andere Pflanze hinsetzen und vielleicht auch hier eine hinsetzen. Mehr machst du eigentlich die ganze Zeit nicht. Einfach nur da, wo die Zombies schon zu weit vorgekommen sind, einfach was anderes hinsetzen. Und wenn zwischendurch eine Pflanze gefressen wird, einfach neu hinpacken. Naja... Also, ihr habt schon recht, dass diese Welt um einiges leichter ist als die letzte. Aber warten wir es mal ab. Ich meine, die brauchen jetzt nur jede Menge Feedback geben, die Leute, dass es viel zu leicht ist. Dann wird es wieder verändert. Dann machen sie das. Das werden die dann schon tun. Also, da bin ich mir relativ sicher. Wir müssen aber sowieso jetzt dann die Tage unbedingt mal in ins Kompendium reinschauen. Damit wir mal feststellen, wie es eigentlich aussieht, wie die hier jetzt eigentlich Schaden macht, wie die vom Schaden da ist. Weil ihr habt ja geschrieben, dass sie nicht viel Schaden macht, dass sie mehr zum Auftauen da ist.
als zum Schaden machen. Und das Gefühl habe ich, um ehrlich zu sein, auch ziemlich. Also es sieht schon extrem krass danach aus, dass die nicht wirklich Schaden machen soll. Denn wenn ich mir so das anschaue, da kommt nicht viel bei rum. Dazwischen wollen wir wieder hier was anderes hinpflanzen. Hier zum Schaden machen. Und auch hier machen wir nochmal was für Schaden. Und auch hier machen wir nochmal was für Schaden. Und dann wehen wir die mal zurück. Da hat er meine Pflanze schon gefressen. Und hier wehen wir auch mal zurück. So. Sehr gut. So muss das sein. Hier auch noch einen hin. Das ist so easy eigentlich. Fupp. Und fupp. Ja, eigentlich bräuchte ich auf manchen Lanes jetzt gar nichts mehr pflanzen. Das ist es ja. Ich brauche ja jetzt echt nur noch auf den... das war gerade auf der Lane, brauche ich eigentlich schon noch. Aber auf der brauche ich zum Beispiel nochmal. So. Haben wir da mal hin. Wehen da mal weg. So. Packen da mal hin. Und wegwehen. Und den wegpflanzen. Und hinpacken. Und so hinpacken. Und dahin packen. Und dahin packen. So, jetzt können wir im Endeffekt uns bequem zurücklehnen. Und zuschauen, wie die Pflanze den Rest machen. Das ist doch toll. Das ist schön, wenn man kaum mehr was machen muss. Die Pflanzen eh schon alles erledigen. Nee, die machen kaum Schaden. Schaut euch mal das an, wie ewig. Ja gut, da war jetzt noch einer dahinter. Mal zurückwehen. Wie viel sind da hinten noch? Ja. Nee, so viel Schaden macht die, glaube ich, nicht. Na, mal gucken. Das werden wir uns im Kompendium anschauen und dann wissen wir es, wie die vom Schaden her ist. Aber nee, ich glaube, so wirklich viel macht die nicht. So. Dann geht's jetzt hier raus. Das war wirklich einfach. Zurück zur Karte. So, dann brauchen wir das Büchlein, wo wir auch irgendwann mal weiterlesen müssen. Komm schon. Okay. Scrollen wir mal hier. Schaden, Mittel, tatsächlich. Sollen wir da mal überprüfen? Die macht leichten Schaden. Es macht normalen Schaden. Okay. Die macht schweren Schaden. Ja, aber nur wenn's, aber nicht mit dem Schuss. Die macht Mittel. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.